Auf ins Eisgebiet. Da voll die Eishöhle, ne? Eieieiei, so. Lebensenergie für später. Alter, was bin ich für eine Maschine? Natürlich. Das ist nicht... Doch, ist es. Die Koordinaten aus der Wüste. Ich erkenne den Berggipfel. Ja, aber ich auch. Wo sind die Ruinen und... Helios, wann ist das? Ups. Okay, das scheint irgendwie eine Art Vergangenheit zu sein. Beginne den Abstieg vom Gletscher. Ich weiß nicht, der wievielte Versuch das ist. Es fühlt sich vertraut an. Ich kenne die Verheißung, aber habe Probleme, die Technologie loszulassen. Es gibt gewisse Opfer, die ich gern erneut erleben würde. Aber okay. Irgendetwas da unten weist mich ab. Da unten? Ich meine, wir hatten ja auf der anderen Seite ja noch das mit dem Wasser gehabt. Könnte es das mit unten gemeint sein? Das heißt also, wir müssen irgendwie unter Wasser. Unser Ziel scheint irgendwie unter Wasser zu sein. Na gut. Dann ziehen wir mal durch. Okay. Ein Lock? Hier hat der Schwarm seine autonomen Maschinen umgebaut. Die Modifikationen hatten nur ein Ziel, die Entrückten zu töten. Ich erinnere mich an den Satz und fühle, wie ich mich ebenfalls verändere. Es ist zu verlockend. Wenn ich die Tiefe erreiche, kann ich zerstören, was mich zerstört. Ich bin stärker als die Entrückten. Und der Zyklus. Okay. Schauen wir mal, ob wir das tatsächlich schaffen. So, ich habe hier 4 Eingänge und tatsächlich stehe ich direkt vor einem Bossraum. Ich stehe direkt vor dem Boss. Als ob. Und wir brauchen diesmal 3 unterschiedliche Schlüssel. Die Hadal- oder Hadal-Schlüssel. Und danach müssen wir da runterspringen. Okay, so, und hier oben ist erstmal noch eine verschlossene Tür. Ich habe einen Schlüssel dabei. Okay. Schub deaktiviert. Ah ja, da unten, das kann ich nicht lesen. Oh, glatt. Ui. Oha, es gibt neue Upgrades. Oh, das erste Mal nach Ewigkeiten. Schwarmtechnologie. Das erste Mal nach Ewigkeiten wieder. Neue nützliche Ausrüstung. Zug funktioniert jetzt besser. Leider ging das zu schnell weg. Und ich sehe gerade, jetzt können wir, glaube ich, durch Lava latschen, weil wir haben nämlich da hinten kein Dingens. Es sei denn, Moment. Wir können jetzt durch Lava latschen, Leute. Okay, Lava macht schon mal keinen Schaden mehr an uns. Das ist sehr gut.
Aber das ist ja dann für die allerersten Gebiete ja nochmal wichtig. Ichor Wasserfall. Kokon, der Schöpfer, Zerstörer, versank im Wasser. Verdrängte Erinnerung. Gesammelte Chiffren 30 und 40. Genau, das ist ja so ein Tor. Wir brauchen 3 Schlüssel. Ich sehe hier 3 Türen, die wir noch betreten müssen. Ja, man kann sich schon denken, was wir gleich tun müssen. Wir müssen durch jede Tür wahrscheinlich durch. Natürlich gleich sowas hier, ey. Direkt mal so ein Boss hier hinten. Drauf. Ah, oh, okay, die Dinger verschießen jetzt Eisbomben. Interessant. Die verschießen jetzt Eisbomben. Alles. Natürlich habe ich keine Schlüssel mehr. Ah, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Jetzt muss ich erstmal klarkommen. Hier gibt es ein Secret. Alternativfeuer. Hm, okay, brauche ich nicht. Das passt schon so, wie es jetzt ist. Ich neige sowieso ab und zu, das Ding nicht einzusetzen. Oh. So, Schadenssauger. Oh, das ist gut. So, dann nehme ich das Ding einmal mit. So, Problem ist Energie hier. Perfekt. Oh, was haben wir denn hier? Das ist auch bei niedriger Unversehrtheit automatische Reparaturen. Verringert Leistung um 15 Cent. Leistungsrate sind wir aktuell bei 100. Ich sollte das nicht machen am besten. Hm. Das ist natürlich ein bisschen schade. Okay, Obolit. Obolit ist immer gut. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen. Erhöht deutlich Nahkampf und Nahkampf und Schub nach Ablenkzeit. Ne? Das ist sowas bitter. Oh, das sind diese Kamikaze-Flieger. Och nö. Diese Viecher, die hasse ich doch total. So, Obolitsauger. So, die erste von 10 Chiffren. Okay, hier in diesem Gebiet gibt es 10 Stück. Was hatte der hier nochmal? Achso, das hatten wir schon gecheckt. Da oben waren wir schon. Okay, dann sind wir mit diesem Bereich hier fertig. Einfach mal eine kleine Eiswelt hier, ey. So, was haben wir da hinten? Da hinten liegt doch noch irgendwas auf einem Podest. Ein Würfel! Waffenzerleger-Datenwürfel. Okay.
gucken. Star ist eine Rache, die werde ich nicht machen. Hier gibt es belebt oder eine Wahrscheinlichkeit der Fehlfunktion. Ne? Behebt oder verhindert eine Fehlfunktion. Ist natürlich auch nice. Aber für einen Einmalnutz. Ich sollte erstmal den Würfel aktivieren. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Weil sollten wir sterben, ist nämlich dieser Würfel auch weg. Und wir haben hier einfach mal gleich zu Beginn die Möglichkeit, hier Würfel einzusetzen. Das finde ich so gut. Das ist richtig gut. Recycelt eine Waffe in der Nähe. Das Doofe ist, wir haben schon so viel gutes Zeug dabei. Aber ich werde es einfach mal hin und her switchen mal. Wenn es in der Datenbank ist. Wenn es einfach schon mal mit in der Datenbank ist und ich das jederzeit dann neu einsammeln darf. Da unten gibt es noch was Interessantes. Makelloser Kalibrator. Ey, wir sind ja schon bei Stufe 20 mit dem Waffenzeug, ne? Das ist irre. So, das hier braucht man nicht. Schaut's hier aus? Gegner, Gegner, keine Gegner. Oben gibt's irgendwas. Meh. Muss ja nicht sein. Aber hey, ich bin bis jetzt noch nicht wieder gestorben. Guck mal. Für einen Händler. Erhöht Reparatureffizienz um 25%. Ist zwar nice, aber dafür 200. Ich habe nur 266. Ich werde mein Geld, meine Ressourcen ein bisschen aufsparen. Ansonsten denke ich, eine nette Idee. Kann man schon mitnehmen. So, was haben wir hier? Oh! Das ist ja noch so ein Archiv. Die Entrückten schwärmen hinein. Die Entrückten schwärmen hinein. So, wir gucken mal ganz kurz, was ich hier noch hinter. Okay, ich höre schon Gegner. Werde ich mich da gleich drum kümmern. Ich will erstmal das hier alles haben. Entrückte wollen gemeinsam etwas erreichen. Eher symbolisch gemeint. Ja, das denke ich mir auch. So. Der Schwarm rüstet Automaten um. Entrückte hüllen sich ein. Beiden misslingt der Aufstieg. What? So, was haben wir hinten? Hinten gibt es doch irgendwie Gegenstände, die im Wasser sind. Natürlich, wo sollten die auch sonst sein? Ach, Mann. So, hier gibt es jetzt nichts weiter, oder wie? Okay. Dann noch da unten. Ja gut, okay, dann scheint hier nicht mehr zu sein. Zumindest sehe ich jetzt nichts, was wir hier noch freilegen könnten, müssten, sollten. Na, warte mal, was ist das da hinten gerade gewesen? Ah, okay, nee, hat getäuscht. Das hat nur getäuscht. Ja gut, dann bin ich hiermit fertig. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich mit dem Gegner, der sich da hinten gerade gespawnt hat, mal auseinandersetzen. LOL!
Ich weiß schon, warum ich diese Viecher hasse. Gut, dass ich die Tür hier habe. Alter, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Okay, da links gibt's Heilung, da drüben rechts gibt's einen Äther, aber ich habe Äther schon Maximum und natürlich Ulid. What? Wo kam der denn auf einmal her? Das ist ja richtig mies. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Na, wow. Totaler Schrottraum. Hat mir hier überhaupt nichts gelohnt. Na gut. Jeps, alles klar. Wasser tötet mich natürlich. Ah, Mann, das ist so mies. Oh, ich bin hier halb tot. Toll. Ganz toll. Ah, Mann. WTF, was? Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur weg. Der andere da hinten rastet auch noch völlig aus. Der rastet komplett aus gerade. Nein! Okay, neues Ziel, wenn man stirbt. Diesmal wird es klappen. Ich weiß ja nicht. Neue Herausforderungsebene freigeschaltet. Aber nein. Nein, jetzt ist Schluss.